So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind hier noch stehen geblieben, wir müssen zurück, weil Joker hat gesagt, dass sein Schiff angegriffen wird. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja, hier geht's durch. Und zwar von den Menschen, von den Kolonisten wird er scheinbar angegriffen. Beziehungsweise die wollen ins Schiff einbrechen und wir müssen jetzt schauen, was da genau los ist, weil irgendwas stimmt da nicht. Nehmen wir mal die Waffe nach vorne. Hier muss ich hin. Ja, genau, jetzt kann ich hier durch. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Gleich. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als Sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Ich glaube Ihnen. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Kluge Entscheidung. Aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Ja. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Gute Arbeit. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Gut. Okay. Wo ist mein Fahrzeug? Oh, oh, oh. Ach so, es lädt. Ich höre jedes Mal dieses Pfeifen. Ein bisschen nervig. Huhuhu. Und los. Jetzt muss ich das Ding nur noch drehen. Ich und dieses Fahrzeug sind nicht unbedingt Freunde. Shit. Komm, geh auf. Ich sehe da schon rote Punkte. Ja. Komm schon. Hat nicht funktioniert. Verdammt! Hui! Jetzt kessel dich um. Oh, das geht gar nicht, schade. Ja, ich wollte eigentlich gekonnt drüber hüpfen. Hat aber nicht ganz so hingehauen, wie ich es geplant habe. Oh! Oh. Und dieses Fahrzeug macht mich noch fertig! Oh Gott. Es ist mir einfach ein bisschen zu hoppelig, wenn man das so sagen kann. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Oh. Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Ja, ich würde auch einfach losrennen. Das macht sicher viel Sinn. Komm, wir helfen da mal kurz. Was ist los? Da
Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geth sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Spezies 37. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Pharos her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Ich mache dem jetzt ein Ende. Ich lasse nicht zu, dass Sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen Sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Wie bitte? Sie schnauzt mich an, aber verteidigt ihre Tochter. Die kann ich mal. Er ist selber schuld, wenn er sich wehren will. Das geht gar nicht. Ich mache meinen Job so. Hier, das ist der Ersatz. Du kannst mich mal. Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Torianer her sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Tut mir leid. Ja, das lässt sich nicht ändern. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Kriege ich davon nicht auch was ab? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Wenn es sein muss, könnten wir es mit einer Granate freisetzen. Ich tue es. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Anti-Torianer-Gas... Gas-Sup... Gas-Upgrade jetzt. Ich wollte... komisch... aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück. Ja, nett. Also, wir nehmen das mal alles. Ich will da nur ganz kurz die Granate umschalten. Das hier ist es. So. Für dich habe ich noch was. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe Ihre Daten gefunden. Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Kein Problem. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Gut, mehr Mission habt ihr hier nicht. Oder? Nee. Tochter gefunden, Daten gesichert und den anderen erschossen. Alles, was wichtig ist, habe ich getan. Gut. Jetzt, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt zu den Kolonisten. Das heißt, theoretisch...
muss ich hier wieder zurück. Außen rum. Ich und dieses Fahrzeug, wir sind keine Kumpels. Gut. Oh, da ist irgendwas. Ja. Aha, ach so. Da unten. Aha. Verfluchte Fahrzeug. Ich hab's absolut nicht im Griff. Ich hab's nicht unter Kontrolle. So, jetzt geht's langsam. Oh nein. Das mit der Granate funktioniert. Was war das für eine Kreatur? Ganz sicher kein Mensch. Vorsicht, auf die Kolonisten aufpassen. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Wie Sie meinen, Commander. Gehen wir. 19, 16 Kolonisten am Leben. Super, wenn wir das öffnen. Keine Kolonisten, okay. Uah! Stimmt sie. Los, Rex. Hau ihn weg. Ach, ich liebe ihn. Er hat's einfach drauf. Das sind die Kolonisten also. Alles klar. Ich teste mal, wie das funktioniert mit der Granate. Jetzt ist er betäubt, nicht? Alles klar. Klappt also wunderbar. Klappt also wunderbar. Ah, sie verschwinden sogar. Kann ich hier nicht irgendwo dann noch Granaten wieder aufsammeln? Ich sollte doch theoretisch wieder Granaten bekommen. Es ist nicht gut, dass ich keine Granaten habe. Zu wenig. Hier kann ich auch nichts machen, oder? Ja, ich nehme alles. Was ist das denn? Saalwerkzeug. Gut. Ich erhöhe mal ganz kurz meine Gesundheit. Also Panzerung und so. Schwere Panzerung kann ich jetzt tragen, sehr schön. Erweitert der Schilde, größer Teil des Bildes. Sehr gut. Dann machen wir kurz Garus. Taktische Panzerung. Und mein lieber Rex. Du bist jetzt noch stärker. So, aber bevor wir hier jetzt die Kolonisten retten gehen, mache ich einen ganz fiesen Cut. Und wir werden in der nächsten Folge dann sehen, was der Turianer ist, wie der aussieht und was er konkret macht. Ich freue mich auf alle Fälle drauf, auf die nächste Folge mit euch. Bis dann!